In der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt es in der Nähe von der Lugner City, genau genommen am Lerchenfelder Gürtel, Ecke Herbststraße, zu einem tödlichen Streit. Ja, und zwar ist es heute in der Früh kurz nach 6 Uhr zu einem Streit in einem Lokal am Gürtel gekommen. Mehrere Männer sind hier in einen Streit geraten, der hat dann in Tätlichkeiten gegipfelt, hat sich nach außen verlagert, auf die Straße, also weg von diesem Lokal. Und dort am Lerchenfelder Gürtel ist es dann auch zu dieser Messerattacke gekommen. Ein bis dato unbekannter männlicher Täter hat hier auf seinen Widersacher eingestochen, den Mann wirklich schwerst verletzt. Er wurde zwar noch in ein Spital gebracht, dort notoperiert, ist dann allerdings leider verstorben. Okay, und also der Täter, der ist jetzt noch flüchtig? Richtig, der Täter ist nach wie vor auf der Flucht. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung ist negativ verlaufen. Uns liegen derzeit auch noch keinerlei Kenntnisse zu dieser Person des Täters vor. Okay, und konnten auch schon Zeugen vernommen werden? Gibt es Zeugen? Ja, zum einen ist die Tatortarbeit vor Ort abgeschlossen, das heißt, die Spurensicherung ist einmal erledigt. Parallel dazu haben die Ermittler des LKA Wien natürlich schon erste Personen vernommen, darunter auch direkte Zeugen des Tatgeschehens. Und also waren auch mehrere Personen quasi in den Streit involviert, aber es gibt nur einen Täter. Das sind die derzeitigen Erkenntnisse, richtig. Es waren mehrere männliche Personen in diesen Streit involviert. Das spätere Opfer, der 21-jährige Mann, war mit zwei Freunden in diesem Lokal. Plötzlich ist ein Streit zwischen dem 21-Jährigen und dem Lokalbesitzer ausgebrochen. Dem Lokalbesitzer sind mehrere Personen hier augenscheinlich zu Hilfe gekommen. Sie ist zu diesem Streit und zu dieser Messerattacke dann in weiterer Folge gekommen. Okay, also hat man schon irgendwelche Informationen zum Motiv oder Herkunft des Opfers vielleicht? Die Identität des Opfers konnte geklärt werden. Es handelt sich um einen 21-jährigen irakischen Staatsbürger. Auch die Zeugen, die derzeit vernommen werden, die Freunde des Opfers sind irakische Staatsbürger. Und die Ermittler konzentrieren sich nach diesen ersten Aussagen jetzt natürlich auch auf den Lokalbesitzer und auf dessen Umfeld. Auch Sonntag in der Früh sieht man noch deutlich die Spuren des Mordes. Am Gehsteig sieht man auch die Blutspuren und die Ermittlungen der Polizei, die sind jetzt in vollem Gange.